Moin, Mittwochnacht, 3.40 Uhr ist es jetzt. Ich habe gerade fertig gepackt, ich mache gerade einen Kaffee für den Weg. Von heute bis wahrscheinlich Samstag oder Sonntag werde ich nämlich auf Föhr sein. Das ist eine Insel oben an der Nordsee, direkt neben Amrum, mehr oder weniger. Und da fahre ich hin, weil ich ein Vorstellungsgespräch habe für einen Job. Das werden jetzt erstmal 4 Stunden Fahrt ungefähr. Ich habe mir ordentlich Interviews und Podcasts runtergeladen, damit die ganze Sache überstehe, sag ich mal. Aber mein Schlafrhythmus ist immer noch so durcheinander, oder schon wieder besser gesagt, weil ich jetzt ein paar Tage krank war, dass ich heute sehr spät aufgestanden bin und von daher dementsprechend lange wach bin. Von daher habe ich gedacht, fahre ich einfach jetzt los, nämlich so um 8 Uhr oben am Hafen. Eine Tasse Kaffee für den Weg zum Auto. Puh, kalt. Muss ja sagen, ein bisschen komisch fühlt es ja schon an. Ich bin echt schon oft verreist, dann irgendwo hingeflogen oder sowas. Aber normalerweise treffe ich mich dann immer irgendwo mit Freunden oder treffe Leute, die ich kenne. Und dieses Mal ist das erste Mal, dass ich irgendwo hinfahre und praktisch keinen treffe, den ich kenne. Ich bin nicht mit einem Kumpel verabredet dort oder irgendwas, sondern mit Leuten, mit denen ich noch nie vorher geredet habe, wegen dem Job. Und dann habe ich 5 Tage auf der Insel, wo ich im Prinzip ganz alleine bin und keinen kenne. Echt gespannt, wie das wird. Fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen anders an, muss ich sagen. Kurz volltanken die Bude und dann geht's los. 4 Stunden fahren, 3:15 ist es jetzt. 3:55, ja, das schaffen wir ein bisschen schneller. Erste Pause, 3 Stunden Fahrt sind vorbei. Gibt's erstmal einen Schluck Wasser und einen Kaffee. Jetzt bin ich langsam auch richtig müde. Ich habe noch ungefähr 1 Stunde Fahrt vor mir, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Der letzte Abschnitt dieser Strecke ist nämlich nur Landstraße und es dauert ewig hier durch die Dörfer und so. Ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung, wann die Fähren fahren. Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen online mal geguckt, dass regelmäßig welche kommen, aber welche ich jetzt erwische, kein Plan. Angekommen auf dem Parkplatz am Hafen endlich. Normalerweise ist hier immer alles voll, aber irgendwie ist gerade nichts los. Aber ich glaube, es ist auch gerade keine Saison. Von daher ist das schon mal sehr gut. Aber es würde ja trotzdem wahrscheinlich 36 € pro Tag kosten. Dann gucke ich jetzt vorher mal nicht nach, was das kostet, sondern gucke einfach, wann die Fähre kommt. Genau, eine Fähre verpasst um ein paar Minuten. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr noch 1 Stunde Zeit und lehne mich jetzt erstmal nochmal zurück. Mir ist jetzt schon richtig bestialisch kalt. Vielleicht bin ich auch noch müde. In dem Hotel da, im Strandhotel, war ich vor einigen Jahren auch schon mal. Da bin ich. Ich weiß nicht mehr genau aus welchem Grund. Auf jeden Fall bin ich hier hochgefahren, war einen Tag auf der Insel und bin dann wieder zurück nach Hause gefahren. Komische Aktion, es sollte irgendwie so ein Spontanurlaub werden, aber irgendwie ging ja dann nur einen Tag. So, ich gehe jetzt erstmal in die Innenstadt und hole mir irgendwas zu frühstücken. Ich habe nämlich seit, keine Ahnung, vor 1000 Stunden nichts mehr gegessen und nur Kaffee getrunken. Das hier ist übrigens das Restaurant, in dem ich mich auch beworben hatte. Und hier war ich zum Probearbeiten eingeladen. Das hat sich dann aber irgendwann erledigt. Die eine Kneipe da an der Ecke heißt Pinte und hat jeden Tag ab 11 Uhr auf. Das ist schon mal sehr gut. Die Ecke ist eine der coolsten hier. Das ist eine ganz, ganz schmale Gasse. Und hier ist dann so ein bisschen versteckt, so ein kleiner Garten. Und da drin richtig nett essen und die haben
riesige Weinauswahl. Ich war schon zwei damals ungemütlich, sehr klein. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen in den nächsten paar Tagen. Ich war jetzt echt schon ein paar Mal hier, so 12 bis 14 Mal. Aber so ruhig, wie es gerade ist, war es hier noch nie in der Zeit, in der ich hier war. Ich weiß, es ist keine Saison, aber jetzt gerade ist hier gar nichts los. Alleine hier. Das erste Mal, dass ich hier alleine sitze. Unglaublich. Hier war ich auch schon 4, 5, 6 Mal mindestens. Aber scheint halt echt gar nichts los zu sein im Moment. Aber vielleicht ändert sich das ja im Laufe des Tages noch. Bratkartoffeln und Fisch. Ciao. Tschüss. Und jetzt Schlüssel abholen fürs Apartment. Angekommen im Apartment. Schaut mal. Bett, Herd, Kühlschrank, all so Sachen. Vorne einen kleinen Schrank, Badezimmer, Dusche. Ziemlich schlicht, aber es reicht für die paar Tage, die ich hier bin. Ich bin direkt an bzw. auf der Badestraße. Das heißt direkt erste Reihe am Strand im Prinzip. Und da gehe ich jetzt erstmal hin. Aber vorher. Bin ich mal gespannt, was das wird. Ihr habt ja gerade schon ein bisschen was gesehen, als ich durch die Stadt gegangen bin. Hier ist nichts los. Ich hatte ja schon eine grobe Ahnung, weil ich ja weiß, dass es Nebensaison und keine Hauptsaison ist. Aber das war ganz schön leer, sag ich mal. Ich hoffe eigentlich immer noch, dass ich dieses Mal irgendwie ein paar Leute kennenlerne, weil bisher bin ich halt immer nur zum Urlaub hier gewesen. Und im Urlaub geht man halt abends nicht irgendwo hin und quatscht Leute voll oder ist irgendwie besonders kommunikativ, zumindest ich nicht. Beziehungsweise weniger, als wenn ich allein unterwegs bin und niemanden kenne oder dabei habe. Kannst du dich noch irgendwann das allererste Video erinnern, was ich gemacht habe? Das hier oben? In dem Video sieht man, glaube ich, wie wir ausziehen aus der Wohnung in Braunschweig, in der ich mit meinem Bruder gewohnt habe. Man musste am Ende die alte Müllküche einbauen, die ganz am Anfang da drin war. Das Ding ist original, als hätte ich den zusammengeschraubt. Gute Nacht. Was mich echt so ein bisschen wundert, ist, dass ich nicht müde werde irgendwie. Ich bin seit gestern 14 Uhr wach. Und jetzt ist es 14 Uhr. Das heißt, jetzt gerade 24 Stunden wach, ohne zu schlafen. Und irgendwie bin ich noch ziemlich fit. Oh, hier vorne bin ich halt direkt am Wasser. Ne? Badestraße. So, gucken, ob ich hier rauskomme. Ach ja, dann geht man hier halt die Straße lang. Ich hab beim Einkaufen irgendwie vergessen, dass ich den ganzen Scheiß auch mal zurücktragen muss. Das Ding hier gab es ohne Scheiß vor 20 Jahren auch schon. Stand ich mal vor als kleines Kind, habe mich gefreut, wenn man ja ablesen konnte, wie wahrscheinlich das Wetter wurde. Ich habe meiner Mutter irgendwann schon mal vorgeschlagen, das zu kaufen, aber ich denke mal, das ist jetzt erledigt. Ich warte einfach mal ab, wie lange das hier noch steht und dann mal gucken. Vielleicht nehme ich es irgendwann mal mit. Und das hier ist der Laden, um den es im Prinzip geht. Das ist ein Schwimmbad, ein Spa, da kann man so Massagen und sowas machen, ein Fitnessstudio und die haben ein Bistro. Und im Prinzip brauchen die für alle Bereiche bis auf den Spa Leute. Das heißt, wenn ich hier arbeiten würde, wäre ich so ein Allround-Mensch. Und morgen um 10 Uhr ist halt das Vorstellungsgespräch. Ich denke mal, es wird relativ locker laufen. Und es ist noch sau früh. Kommt mir vor wie 11 Uhr, weil ich halt immer noch nicht gepennt habe. Aber es ist erst 17 Uhr, 16.30 Uhr oder sowas. Richtig krank. So, hier wird heute weitergeschrieben. Hat das Licht ein bisschen umgebaut da drüben. Immer nicht ideal, aber ein bisschen dunkler und jetzt kann man hier halbwegs entspannt sitzen. So, Zeit zum Pennen gehen. Noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Richtig brutal kalt draußen. Ich fühle meine Hände gerade nicht mehr, jetzt mache ich noch was zu essen. Lese was und dann schlafe ich. Morgen geht's weiter.